Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Im letzten Part haben wir Port Royal das zweite Mal abgeschlossen. Danach habe ich mich auch schon wieder darauf eingemacht, Schmiedepiete zu sammeln und habe dadurch die Waisenform auf Level 5 trainiert. Und jetzt machen wir erstmal Halloween Town. Mein Entwurf ist einwandfrei, geradezu makellos. Es muss ergo an den Teilen liegen, die mir diese drei Idioten gebracht haben. Ich sollte mir bessere Assistenten suchen. Perfektes Timing, die Herren. Geht mir doch bitte mal zur Hand, ja? Diese Geschenke müssen Nicky Graus gehören. Ich dachte, ich gebe sie ihm zurück. Du hast sie rein zufällig gefunden? Natürlich, Sora. Meine Weihnachtsträume sind Schnee von gestern, wie du weißt. Aber du konntest dich nicht von dem Kostüm trennen. Was davon? Ist doch bloß ein Gewand. Ich will damit nur Sallys Mühen würdigen. Los jetzt, wir haben zu tun. Nein, Jack, du haust ab. So, 30. Also. Hier, die Weisenform habe ich auf Level 5 gelevelt. Deutlich habe ich jetzt Sprinten erlernt. Und Esprit. Oh. Wo um alles in der Welt hast du die her? Aus Halloween Town. Du brauchst sie doch für Weihnachten, oder Nicky? Natürlich. Aber das ist nur ein Teil der Weihnachtsgeschenke, die mir gestohlen wurden. Gestohlen? Aber Nicky, du glaubst doch nicht, dass ich... Du trägst noch dieses Kostüm, wie ich sehe. Ich dachte eben, ich zieh mir was Passendes an. Aber wenn du mir nicht glaubst, dann müssen wir eben rausfinden, wer es wirklich war. Nun gut, ich verlasse mich auf euch. Auf geht's! Sora, Donald, Goofy, los! Okay. Oh, die Cutscene ist vorbei. Moment mal, ich muss erstmal gucken, ob Donald und Goofy ihr neues Limit schon ausgerüstet haben. Donald ja, Goofy auch. Okay, dann kann ich euch gleich beide zeigen. Aber erstmal. Einfach weil ich es kann. Und ja, dadurch bin ich jetzt Level 45. Tut mir leid. Aber Schmieden. Geht vor. Und außerdem habe ich so die Waisenform auch schon mal auf Level 5. Höher geht der momentan nicht, weil mir die letzte Form noch fehlt. Die werde ich später bekommen. Gut. Nein. Spielverderber. Was ist hiermit? Nein. Unmöglich. Ihr drei habt sie also geklaut. Was geklaut? Ihr habt die Geschenke geklaut, stimmt's? Haben wir nicht. Aber... Das hätte bestimmt Spaß gemacht.
Bleib stehen. Benutze die magischen Schachtel, um Furcht, Angst und Schrecken. Und ich habe wieder Dingens. Donnerrose. Take this. Bam. Das ist der Goofy-Spin. Ach, he's dead. Fail. Und hier. Nummer 1 ist drin. Und jetzt kommt Nummer 2. Nimm das. Und das. Oh, da weinen wir. Verdammt. Zack. Und jetzt... Aua. Der letzte. Ja, ja, du ergibst dich. Das will ich. Au! Wir sehen, wie du dich ergeben willst. Okay, wo ist die Schachtel? Wo ist denn die verdammte Schachtel hin? Hä? Ach, da. Moment. Und. Oh ja. Lol. Yay. Wo habt ihr die Geschenke hingetan? Wir haben es dir doch gesagt. Wir haben sie nicht. Was macht ihr denn hier? Wir suchen ein Heim für diese neueste Schöpfung. Schöpfung? Dr. Fingelstein bastelt uns einen Spielkameraden ein, der nach unserer Pfeife tanzt. Es stimmt, dass der Doktor in letzter Zeit sehr hart an irgendeiner Sache arbeitet. Und überhaupt, Weihnachtsgeschenke sind langweilig. Überhaupt nicht gruselig oder grausig. Wozu sollen sie also gut sein? Genau. Hier gibt's nichts, was Spaß macht. Gehen wir zurück nach Halloween Town. Hui. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich sie am Anfang synchronisiert habe damals. Hm, egal. Ah, das vorlesen. Waren diese drei Racker diejenigen, die Geschenke genommen haben? Sieht eigentlich nicht so aus. Dann bleibt nur noch... Sally? Oh, so ein Glück, ihr seid alle hier. Stimmt etwas nicht? Die ersten sind wieder auf dem Fallbeilplatz. Ich dachte, das solltet ihr besser wissen. Das ist unser Einsatz. Zurück nach Halloween Town. So hab ich Donald falsch synchronisiert. Ein Augenblick. Hm. Und was ist mit der Suche nach den Geschenkdieben? Jetzt, wo du es erwähnst, sie hat uns gespielt mit ein paar Geschenken, als ich sie gesehen habe. Da haben wir die Schuldigen. How dare them? Sie wollen Weihnachten zerstören. Oh. Meine Stimme ist gerade ziemlich am Abkacken. Ja, schön, ich ignoriere euch, Gegner. Ich brauche nicht zu leveln momentan. Hui. Passiert sowieso offscreen, wenn ich schmiedste Sachen sammle. Gezwungenermaßen. Tut mir leid. Da kann ich nichts für, obwohl, das ist eigentlich ziemlich gut für den Kampf gegen Sephiroth. Weil ich muss sowieso aufpassen, wenn ich gegen Sephiroth fighten werde. Ja, wird vor dem Endboss noch alles passieren. Momentan brauche ich ein Level, deswegen sprinte ich durch. Sprinte ich übrigens auf Level 2. Ja, normal, wenn ich auf Level 5 habe, die beiden Formen. Weil dann brauche ich später nicht so lange leveln. Sobald ich die Überform habe. Cutscene. Und für mich ein Safe State. Ihr dürft hier nicht sein, auf Befehl des Bürgermeisters verlasst Halloween Town. Nö. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ich bin nur ein gewählter Vertreter des Volks. Ich kann das nicht alleine schaffen. Sally hatte recht. Wir müssen die Geschenke zurückholen. Alles klar, dann sehen wir jetzt auch Donuts Limit, den Raketentanz. Die zeige ich euch dann jetzt auch noch schnell. Feuerwerk. Hier, Raketenregen. Schnell, mal weiter, Donald. Und Raketenkaskade. Was ist denn das für Trefferkombo gewesen? What the hell? Gib das Geschenk zurück. Ich weiß, dass du es hast. Ich hab sogar zwei. Lol. Was? Wo sind meine Geschenke hin? Sag mir nicht, der hat die alle.
Ich mag diese Herzlosen hier nicht. Und das! Zack! Der hatte 4 Geschenke. What the fuck? Classic. Wie schade. Es war ein so wunderhübsches Geschenk. Du, Jack? Hilfe! Ihr müsst mir helfen! Meine neueste Schöpfung ist weg! Sie wurde mir gestohlen! Ein Geschenk. Weitere Cutscene? Nein. Ich habe hier gesessen und gegrübelt, dass ich urplötzlich angegriffen wurde. Ich bin glatt umgekippt, als ich wieder zu mir kam, war meine Schöpfung weg. Keine Sorge, Doktor. Wir wissen, wer sie gestohlen hat. Die Herzlosen. Was? Diese erbärmliche Wichte? Das ist absurd. Das war ganz bestimmt kein Herzloser. Wenn es nicht die Herzlosen waren, wer könnte es dann gewesen sein? Ich hätte da eine Idee. Der Dieb mag ganz offensichtlich Weihnachtsgeschenke. Nun, wir platzieren irgendwo ein paar und locken ihn damit in die Falle. Und dieser Schurke ist dann derselbe, der meine Schöpfung gestohlen hat? Ganz genau. Wie können wir da sicher sein? Nun ja, ist doch ganz einfach. Wir müssen ihn nur ordentlich einschüchtern und dazu bringen, ein Geständnis abzulegen. Donnerwetter. Was haltet ihr davon, wenn wir fürs Erste mit Jacks Plan versuchen? Lasst uns schleunigst zu Niki rausgehen. Wir müssen schnellstens ein paar Weihnachtsgeschenke vorbereiten. Ja, okay. Den Part darf ich schon erst am Weihnachten hochladen. Wow. Habt ihr die Geschenke schon gefunden? Fast, Niki raus. Bald werden wir den Dieb an der Angel mit Weihnachtsgeschenken als Köder. Dürften wir ihre Fabrik benutzen, um ein paar Geschenke vorzubereiten? Geschenke als Köder? Du meine Güte, eigentlich gefällt mir das gar nicht. Oh. Aber da es für eine gute Sache ist, also gut, nur dieses eine Mal. Im zweiten Stock findet ihr alles und macht es mit Hingabe, ja? Okay, sind wir so too much oben. Ne, okay, ich würde sagen, weiter machen wir jetzt im nächsten Part. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.